Nee, hier ist nix. Ein Ruheraum. Eine Phönixfeder. Jetzt suchen wir die ganzen Spinde. Abgeschlossen. Dass ich nicht auf die Idee gekommen bin damals. Ein Äther. Ist noch was hier? Megafon, okay. Das dürfte dann mal der Ketzis sein. Ansonsten ist ja auch nichts. Komm, fahren wir noch uns nochmal hier für Etage um. Aber. Oh, hier ist doch noch was. Oh, das wird natürlich verbissen verteidigt. Welche Überraschung. Ach ihr. Cloud, wie kann man so einen Popelgegner verfehlen? Himmelsspeer. Den geben wir natürlich Sid. Nee, der ist schwächer. Ansonsten ist hier wieder nur Leere. Hallo, bin ich. Sehr unübersichtlich, das Gebäude. Gut, hier dürfte auch niemand mehr sein. Nein, dann können wir hier einen Abflug machen. Bin ich hier doch falsch in der Ecke. Und runter in den ersten Stock. Und Gott sei Dank, keine nervigen Gegner, die hier kämpfen können. Obwohl, die werden inzwischen auch kein Problem. Also verlässt mal das Shinra-Gebäude endgültig. Nehmen diesmal die andere Abzweigung. Das dürfte uns auch bekannt sein. Böse! Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und ich glaube, die Stelle zu kennen. Ich glaube, hier ist Cloud.
nach der Springen von Reaktor 1 auf den Zug gesprungen. Ist das euer Ernst? Nicht doch. Ist das euer Ernst? Was ist das? Das Ding ist ja riesig. Da ist eine Klappe. Ja, da sind sie. Ja, sie sind also wirklich gekommen. Scarlet und Heidegger. Wir haben ein neues Spielzeug gebastelt. Ihr habt uns bis jetzt wie den letzten Dreck behandelt. Ihr habt eine Menge meiner kostbaren Soldaten getötet. Ach, Scarlet, das tut mir aber leid. Soll ich die mal wieder herholen? Da können sie sich mal wieder backpfeifen. Ja? Das macht dir bestimmt wieder Spaß. Ja, mal sehen, was ihr gegen die Anti-Weapon-Kanone ausrichtet. Die hat auch nichts, aber meine Schöpfung ist grandios. Das werden wir sehen. Bisher habe ich jedes eurer Dinger zu Schrott verarbeitet. Da wird es bei dem Ding nicht anders sein. Ich werde euch die zerstörerische Kraft meines Stolzrobos zeigen. Komm her, das Ding hat eh nichts drauf. Wetten, aber es sieht furchtentflößend aus, ehrlich. Vier Arme. Komm, ich zeig euch was, was richtig furchtentflößend ist. Euer gute alte Regnerzauber, wie konnte ich den nur vergessen? Komm, Barmut, was? Das ist furchteinflößend, Scarlet. Moment mal, mehr Schadenspunkte, das heißt, das Ding besteht aus mehreren Teilen. Yaffi, Leviathanzeit. Und vorsichtshalber ein weiteres Mal Bahamut. Leviathan macht hier nicht so viel Aua, aber er wirkt wenigstens sein Rad. Und ich meine, guck mal, Scarlet und Heidegger haben so hat eine Art eigene Boss-Team. Das hätte ich für die Turks irgendwie auch gewünscht, weil das war doch irgendwie ein toller Kampf. Wer dafür ist, dass die Turks auch eine eigene Boss-Team bekommen, bitte posten. Ich bin immer offen für eure Meinung. Schmelzen. Was ist das denn für eine Attacke?
Okay, das Ding hält was aus. Respekt. Angreifen. Süß, also bitte, wenn ihr schon irgendeinen Schrotthaufen gegen mich antreten lasst, dann sorgt doch dafür, dass er was drauf hat. Weil dieser Kampf ist irgendwie langweilig. Da muss ich sagen, das Ding ist gut gestaltet, aber ansonsten war es das auch. Kommen wir auf hier Regener. Nur für den Fall. Wow, das Ding kann ja vielleicht doch was. Habe ich nur schon eine Feintechnik? Nö. Aber gut, lassen wir mit Beta los. Mal sehen, wie die Feuerzauber schmecken. Greifen wir ordentlich an, damit ich ein paar Limits loslassen kann, damit das schneller vorbeigeht. Ehrlich gesagt will ich... Ich glaube, einen Teil von dem Ding habe ich besiegt. Okay, den unteren Teil habe ich besiegt. Okay. Nein, den nehme ich mir für später auf. Okay, das Ding dürfte es nicht mehr lange machen. Ich glaube, inzwischen kann ich es mir auch erlauben. Also eben einen... Turbo-Eater, oh ja, habe ich mehr als genug von denen. Cloud-Sit, mach mal bald Komet. Oh, jetzt will er die Riesenwurme benutzen. Da dran? Okay. Na, kommt noch was oder war's das schon? Ah, jetzt kommt noch was. Laut musstest du natürlich verfehlen. Heilung 2 reicht hier.